Drei Männer, eine Insel, eine Schüssel Salat, ein Helikopter und überhaupt keine Erfahrung. Willkommen zu Ghost Recon Breakpoint mit Gerd und Nick. Nee, ich will nicht fahren. Ich will fliegen. Ah, ich freue mich jetzt schon drauf, wenn Mario wieder fliegt und landet. Es ist ein bisschen einfacher geworden, die Steuerung. Kann mal jemand den Punkt markieren, wo wir hin müssen? Oder, ja, ach, der ist markiert, alles gut. Der Heli-Sound ist immer der gleiche. Siehst du, sag ich doch, das heißt nichts. Ah. Was, Manns? Alles gut. Ja, und sämtliche Alarm-Dinger sind schon wieder am heulen. Ja. Bei mir heult nichts. So, also Gerd und ich, wir kennen das schon ein bisschen aus der Closed Beta, wir durften euch aber nichts zeigen. Und hier, Nick, das sind diese Biwaks. Da kann man dann die Klasse wechseln und so. Ich glaube, ich habe auch noch einen Fertigkeitspunkt, den ich vergeben muss. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du aus dem Gefahrengebiet rausfliegen könntest, weil hier sind auch Gegner. Echt? Oh. Ach Quatsch, die roten Punkte heißen was Gutes. Ich dachte, ist das nicht so? Heißen die nichts Gutes? Nee. Was für ein lustiger Aufbau da unten. Also grafisch sieht es schon richtig klasse aus. Also ja. Alleine was wir von der Beta her kennen. Ich kann leider auch nicht allzu hohe Einstellungen spielen. Ja, ich auch nicht. Also ich bin auf hoch und so medium aus. Ich bin auf so hoch und sehr hoch. Nein, ich will kein Tutorial, um Biwaks zu entdecken. Ich weiß, was Biwaks sind. Ich habe die Closed Beta gespielt. Geh weg, du Meldung. Ach komm, ich drück dich einmal und dann drück ich dich weg. So. Ist ja schlimm hier. Wieder da. Hallöchen. Ach, Benny, verschiebst du uns mal bitte? Wohin? Entschuldigung, hab was markiert aus Versehen. In Aufnahme 2 oder so, weil wir sind gerade im Breakpoint. Lande abseits bitte. Ja, ich weiß. Ich kann auch einfach in AFK gehen. Lande am besten so rechts in der Schweinebucht. Wo denn jetzt? Rechts in der Schweinebucht da. Guck mal, da ist so ein. Du willst, dass ich da lande? Ja, nee, da sind wir zu viel. Auf den Baum bitte. Lande da rechts auf der Spitze. Und der Heli nur so. Warum neigt er sich denn so? Macht bei mir piept er nicht. Piept er bei dir? Also bei mir piept da alles, was piepen kann. Bei mir ist der auch noch heil. Heil ist er noch. Bei mir sieht der. Naja, nee, außer bei mir sieht er demoliert aus. Ja, die Scheiben. Oh. Nee, war ich. Hast du deinen harten Holzschädel dagegen gehauen? Headbutt. Headbutt, ja. Oh, genau. Eine Kiste. Was, wo? Mehrere Lootkisten. Was war das denn? Gerd sagt, oh, Lootkiste, und Mario dreht mit Vollgas um 180 Grad und kommt mir entgegen. Was haben wir denn hier? Shell Credits, okay. Ja, ist doch easy. Geh doch mal weg da. Klappern wir ja, erstmal. Ja, bin doch schon weg. Klappern wir erstmal die Lootkisten ab, was da so drin ist. Hallo, bist du zu doof, um da hochzuklettern oder eine was? MK17, okay. Mein Gott. MK17 ist aber ganz nett. Lass mal mit meiner vergleichen, die ich habe. Hier? Ah, jetzt habe ich die ausgerüstet. Mützchen. Okay. Mützchen? Mützchen. Kann Mützchen. Mützchen will ich auch haben. Mit L kannst du Waffen ausrüsten. Ah, jetzt. Ah, ja. Ja, ausgerüstet hatte ich sie. Ich musste nur gucken. Dann steigt, ich da dann steigt auch dein ja, habe ich gesehen. Ich bin jetzt bei 3. Level. Quatscht ihr schon mit dem? Nein. Nö. Ich hab die nur labern gehört. Was die Waffe kann, die kann aber gar nichts.
Komm her, Gerd. Schwächer wie meine. Gerd, hier ist unsere Lieblingsszene und jetzt gibt's sie endlich in deutscher Synchro. Ja. Ich rede jetzt nicht. Ich bin ja mal gespannt. Ich tue Ihnen nichts. Merz schickt mich. Sie sind Selbstversorger? Naja, ich arbeite für Skeltec. Merz ist ein Freund. Als Sentinel anfing, Leute zu verhaften, hat er uns geholfen. Warum schickt er sie? Mein Helikopter kam von einem Marineschiff, das ein paar Kilometer vor der Küste liegt. Ich kann die Boote zu diesem Schiff bringen und mit Verstärkung zurückkommen. Wow, klingt auf jeden Fall besser, als mit dem Boot bis nach Auckland zu fahren. Was ist mit dem Heli? Das muss ich noch rausfinden. Haben Sie ihn verloren? Ja, Maurice Fox und meine Tochter Harmony. Freut mich sehr. Ich bin Nomad. Wissen Sie, da war noch ein Soldat. Er sagte, sein Name wäre Hill. Josiah Hill? Ist er hier? Nein, er half uns, den Männern von Sentinel zu entgehen, aber er wurde verletzt. Nicht sehr schwer. Wir ließen ihn bei diesem Fischereigebäude-Dings da. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ich hole ihn ab, wenn ich zurückkomme. So, da kommen jetzt ganz viele chinesische Huaweis angeflogen. Und die den Google App Store. Nee, das sind Apple-Jünger auf dem Schiff. Ach so. Gewesen. Jetzt nicht. Korrigiere das Waren. aufpassen, Tango schon Anflug. Mehr von denen. Im Anflug ist übrigens gut. Oh Gott, okay, die beiden haben schon mal erwischt da im Auto. Die Waffe verzieht aber ganz schön. Ja, das haben sie jetzt bei Ach du Schande, ey. Oh, Fertigkeitspunkt. Schon wieder diese Hose, die habe ich doch schon verkauft. Ich habe einen Handschuh gefunden. Fertigkeitspunkt. Ja, könnten wir mal einlösen. Und einen neuen Hinweis. Mehr Munition ist sinnvoll. Das weiß ich noch nicht. Ich gucke jetzt mal, was die Fertigkeiten so. Ja, Nachtsicht habe ich schon. Ja, habe ich auch. Ja, ich das ab, das tut grausam, brauche ich. Mehr Munition. Mir ist so die Musik so laut irgendwie im Hintergrund. Ja, dann stell sie doch leise. Ah, das muss man dann auch oben einstellen, okay. Was musst du oben einstellen? Wenn du auf den Rucksack gehst, dann hast du rechts oben unter dem Wort Standard drei Icons. Da musst du dann dein Dings ausrüsten. Wo, bei Waffen oder was? Wussten Sie den Vorteil? Hier bei Rucksack. Den Fertigkeitenbaum. Wo habe ich denn meinen Fertigkeitenbaum? Wenn du Escape drückst, dann hast du das Sergeant-Zeichen. Ja, aber wenn ich auf den Rucksack gehe, habe ich doch mein Inventar, oder nicht? Ja, und dann hast du ja neben deinem Ausstattungsstufe drei Schlösser. Da kannst ich glaube, Nachtsicht ist erstmal. Ach so. Ach ja, ja, da. Ach, das meinst du. Ja, und da kann ich jetzt mehr Munition reinpacken. Ja, genau. Ja. Wie komme ich denn an Fertigkeitenpunkte? Durch Kills und so. Ah ja. Ich will kein Tutorial! Ah, oh, ich krieg es doch. Warum kriegt ihr denn alle Tutorials? Weil die, ja. Oh! Alter! Der macht schon wieder Hat geklappt. Ich habe mich gerade mehr oder minder eingeschissen. Ja, ich stand direkt daneben. So viel Krach scheißt du dir ein. Nee, ist klar. Und hier endet dann diese Folge, dieses Let's Play. Ah nee, hier endete die Beta, ne? Ja, hier endete die Beta. Oh, voll scheiße. Also Nick, alles, was du bis jetzt gemacht hast mit uns, also wir haben das Tutorial, haben wir offline gespielt. Moment. Jetzt quatsch. Ja. Mein Gott. Diese Leute. Diese Leute. Das
Das muss ein neues Sicherheitsprogramm sein. Was für eine Riesenscheiße. Ich schätze, nichts kann diese Insel betreten oder verlassen, solange es aktiv ist. Das muss auch den Heli abgeschossen haben. Ich will nach Hause. Ich auch, meine Kleine. Hören Sie. Helfen Sie diesen Leuten und bringen Sie sie hier weg. Was? Niemand wird Sie retten. Es ist kein Krankenwagen unterwegs. Sie müssen fliehen. Sie müssen nach Erewhon. Okay, ja, ja. Kommen Sie mit uns? Ich suche meinen Freund. Wo waren eigentlich in der Türkei? Gebäude war in Rückzugsmodus. Also Nick hat ihn verstanden. Ich auch. Ich musste so lachen. Wegen so eine Riesenscheiße. Die englische Synchro war so geil und dann stand da unten so eine Riesenscheiße. Gerd und ich, ja. Wir haben uns so kaputt gelacht. Holy cow. Holy cow, genau. Und hier war dann die Beta zu Ende und dann konnten wir nichts mehr machen. Also Nick, bis hierhin konnten Gerd und ich spielen und dann konnten wir noch auf der ganzen Karte zurück irgendwie... zu den Anfängen. Tab cool. Für das heißt, jetzt haben wir nicht mehr einen, sondern drei Ahnungslose, ja? Ja, also einmal bitte zurück zu den Anfängen markieren. Ja, haben wir ja. Ja, hier steht irgendwo ein Heli, heißt es. Bei mir ist die Karte schon wieder weg. Herz. Wir nehmen übrigens durchgehend auf und schneiden das dann so, wie es uns passt. Wäre ich dagegen? Lass uns doch bewusst Cuts machen. Okay. Oh, Bananen gefunden. Hä? Affe. Ich fliege. Ich sitze. Also bei mir piept der nicht. Bei mir im Moment auch nicht. Nee, jetzt gerade auch nicht. Du kannst, wir sind da. Wir sind nur drei. Da vorne geht's was zum Einsammeln. So. Ich würde sagen, da schwimmen wir hin, oder? Nein, nein, lass ihn da landen. Ich komme nicht aus dem Heli raus. Ah, weil ich den Fallschirm noch nicht habe. Wenn's nicht klappt, was für die Zuschauer. Den Gosch, das hat gut funktioniert. Und es ist drin, Überraschung. Geld Credits. Dafür bin ich gelandet, im Ernst. Ja, aber komm, 500. Nein, ich will nicht fahren. Aus da. Warum steigst du dann da ein? Weil der so lange, weil man so weit hinlaufen muss, bis der checkt, dass man nicht fahren, sondern Passagier sein möchte. Toll. Jetzt fängt das Gepiepe wieder an. Bei mir piept nichts. Auch, Gerd? Ja, bei mir piept's auch. Und zwar gewaltig. Doch, bei dir piept was, aber nicht im Spiel. Mein Heli piept nicht. Ach, Gerd, guck mal, das ist die Basis, die wir auseinandergepflückt haben. Völlig grundlos. Ja. Viele, viele bunte Fragezeichen. Viele, viele bunte rote Punkte. Viele, viele rote Smarties. Ja, Moment. Ich habe in den Einstellungen den Sound kann ich noch ein bisschen lauter machen. Bei mir ist er eigentlich ganz angenehm, solange dieser Heli nicht tutet, was er gerade wieder Totentun tutet. Bei mir tut er da nicht. Also wir werden hier auch viel nebenbei machen. Wir werden jetzt nicht nur die Hauptstory verfolgen. Wildlands haben wir ja am Anfang mit Lumpy aufgenommen und haben das ja dann total außer Acht gelassen. Ich finde das aber cool. Ich kann nicht aus dem Heli aussteigen, weil ich den Fallschirm noch nicht als Fertigkeitspunkt aktiviert habe. Also als Fertigkeit. Das ist auch ganz nett. Ich finde das generell ganz gut, dass der Fahrer oder der Pilot nicht einfach so aus dem Heli raus kann. Bei Wildlands hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht. Ja. Warte nur, bis wir wieder Drohnen bekommen. Baumsäge. Dann hast du deinen Spaß. Keine Baumsäge.
Warum nicht? Kennst du nicht aus Donkey Kong Country oder Donkey Kong Country 2 diese riesigen Baumsägen? Ich hab's halt Peter gefunden. Und Metallteile. Ja, Metallteile ist immer gut. Also, sieht man die auch irgendwie am Boden oder läuft man da einfach nur zufällig drüber? MG-121. Kommt drauf an. Du siehst sie teilweise auch, je nachdem, wo sie liegen, ja. Neue Biografie. Souvenir aus Afghanistan. Das ist nur ein Textdokument. Ja. Ah, geil, ich kann dich schieben. Sag mal, Gerd, bist du schwarz? Schiebung. Nein. Bin tätowiert und geschminkt. Ah, okay. Das sind ja lustige Symbole, die man hat beim Waffenvergleich, aber ich kann mit vielen gar nichts anfangen. Ich mache hier mal die Tür auf. Ich krieg eine Sequenz. Ihr auch? Ja. Ja. Obwohl ihr die Tür nicht aufgemacht habt. Als Königin. Ist ja cool. Weißes Kaninchen. Nomad. Finde ich aber... Achso. Stick langsam. Weißes Kaninchen. Scheiße, Mann. Schön, dich wieder zu sehen. Sonst jemand aus deinem Trupp? Dickes Klavier. Ein paar. Wir wurden getrennt. Mann. Da haben wir ja richtig ins Klo gegriffen. Bleibt ernst, hier geht's um Krieg. Ich bin sowas von ernst. Ja, was auf der Matratze schon alles passiert ist. Will ich nicht wissen. Wer weiß, wo das Klavier überall schon war. Saufen im Dienst? Unglaublich. Darf ich nicht. Nee. Josiah. Was war falsch? Ich habe Orca gesehen. Ich sollte doch zum Bund gehen. Aber hast du immer ein Abier neben dir stehen? Lieutenant Colonel Walker. Cole Walker. Hier. Kämpft gegen uns. Unmöglich. So, was nehmen wir denn? Ich hab es gesehen. Wieso, was nehmen wir denn? Bei mir ist Achso, jetzt. Zeig ich dem Bastard heim. Ich hab es gesehen, würde ich sagen, weil wir haben ja gesehen, wie er den anderen erschossen hat. Okay. Ich hab's gesehen. Ich glaub das nicht. Ich habe ihn bewundert. Weißt du? Hast dich wohl getäuscht. Ich hab voll die Putzhandschuhe an. Alter. Ich hab den Far Cry 5 auf näher auf der Brust. Also, was hältst du davon? Gehört der jetzt zu uns? Entweder Walker hat das Schiff versenkt. Oder jemand, mit dem er zusammen. Darf ich dem auch einen Spitznamen geben? Mm-mm. Ja. Ach, du Menno. Du nennst ihn nicht Piano. Mhm. Ach, voll. Lösen? Ich würde gern lösen. Ich kaufe ein Y. Ding, 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 ding. Ich möchte lösen. Nein. Jay Skell hat das Frachtschiff versenkt. Verdammt. Dieser Sack ist offenbar für alles verantwortlich. Wollt ihm aber nicht den Spitznamen Piano geben? Ich traf ein paar Scarface. Mal sehen, was die wissen. Ich trommle noch Überlebende zusammen. Wir treffen uns bei Sammelpunkt Delta. Klingt gut. Ich hätte ihn ja aus Gründen Black Mamba genannt. Ja. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Das ist eine gute Idee. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.